Hi und herzlich willkommen zu Paunetech. Heute möchte ich dir in diesem Video drei Übungen zeigen, mit denen du, wenn du regelmäßig mit ihnen trainierst, deinen gesamten Körper komplett umformen kannst. Das heißt, du kannst mit diesen Übungen wirklich Körperfett abbauen, schöne Muskeln formen und richtig viel Ausdauer bekommen. Ich wünsche dir viel Spaß. Die erste Übung sind die Plank Jump Push-Ups. Setz deine Hände unter deinen Schultern auf, spring mit den Füßen nach hinten und versuch dabei gleichzeitig eine Liegestütze zu machen. Dann springst du mit den Füßen wieder nach vorne und dann wieder nach hinten in die Plank, dabei eine Liegestütze. Du kannst diese Übung leichter machen, steig dafür mit den Füßen einzeln nach hinten, mach die Liegestütze auf den Knien, komm auf die Füße hoch, steig nach vorne zu den Händen und wieder zurück. Egal bei welcher Variante, dein Bauch ist fester angespannt und dein Rücken ist gerade. Atme gleichmäßig. Die zweite Übung sind die Ups and Downs mit Hip Twist. Komm dafür auf deine Ellbogen runter, drück dich abwechselnd auf die Hände hoch, dann wieder auf die Ellbogen runter. Einmal rechts und einmal links. Dann drehst du deine Hüfte viermal von rechts nach links. Dann wiederholst du das Ganze von vorne. Drück dich nach oben, komm auf derselben Seite nach unten, wechsel die Seite und dann twistest du deine Hüfte viermal von links nach rechts. Immer abwechselnd. Bei dieser Übung ganz wichtig, der Rücken ist gerade und dein Bauch ist fester angespannt. Atme auch hier gleichmäßig. Du kannst diese Übung etwas leichter machen, indem du sie auf den Knien ausführst. Auch hier ist der Rücken gerade. Achte darauf, dass jeweils deine Ellbogen bzw. deine Hände direkt unter deinen Schultern sind. Spann den Bauch fester an und versuch möglichst viel Körperspannung zu halten. Gleichmäßig ein- und ausatmen dabei. Dritte und letzte Übung ist der Zweier Squat Jump. Hier machst du eine normale Kniebeuge und bei der zweiten Kniebeuge drückst du dich dynamisch ab und springst nach oben. Versuch dabei wirklich weit vom Boden wegzukommen. Ganz wichtig bei dieser Übung ist eben auch wieder viel Körperspannung und dass du in den Knien weich abfederst. Dein Rücken bleibt gerade und du schaust dabei nach vorne. Atme ein nach unten und atme aus, wenn du dich nach oben drückst bzw. wenn du nach oben springst. Auch diese Übung kannst du natürlich leichter machen, indem du den Sprung einfach erstmal weglässt. Mach dabei normale Kniebeugen, das Gewicht ist auf deinen Fersen. Wenn du diese Übungen regelmäßig machst, wirst du wirklich merken und vor allem auch sehen, innerhalb von weniger Wochen, wie sich dein Körper verändert. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass du diese Übung nicht nur einmal machst, sondern dass du sie wirklich 3 bis 4 Mal pro Woche in dein Training einbaust. Als Einsteiger solltest du versuchen, 5 bis 10 Wiederholungen pro Übung zu schaffen. Wenn du schon ein bisschen fitter bist, dann ab 10 Wiederholungen bis 20 Wiederholungen. Ganz, ganz wichtig, versuch außerdem, dich gesund zu ernähren. Also gesund essen, ausreichend Wasser trinken und regelmäßig trainieren und es kann nichts mehr schiefgehen auf deinem Weg zu deiner persönlichen Wohlfühlfigur. Wenn du Lust hast auf 90 völlig kostenlose Rezepte, die dir dabei helfen, dein Körperfett abzubauen, klick einfach auf den Link hier unter diesem Video und ich schenke dir meine kostenlosen Rezepte. Ich schicke sie dir einfach per E-Mail zu. Bis zum nächsten Video. Ciao.